Ich komme hier schon nicht mehr aus dem Menü, ey. Witchen Beanie, Alter. Angriffssteigerung. Ja, warum nicht, ne? Ach, gemacht sogar leichteres Gewicht der grüne Pfeffer. Ach, wenn man die beiden zusammendings, da hat man einen Ausgleich, oder wie? Ich glaube, ne? Ich glaube, das ist so. Was haben wir denn da noch? Kraftgriff. Niemals Fehler bei Hammerverteidigung. Oh. Nee. Das können wir auch so überleben. Da haben wir jetzt wirklich schon 10.000 mal bessere Sachen. Ah, das Einzige, was ich nur gucken möchte, ist, weil wir das gehabt hatten. Warum habe ich nicht nach den Orden geguckt? Orden sind Angriffssteigerungen. Und die müssen wir sowieso dann holen. Na, kaufen natürlich. HP Plus Sprung. Brüderchen, Bruderpunkte steigen stark an. Mal ganz ehrlich. HP Plus Sprung. Das gefällt mir. Das heißt wahrscheinlich immer, wenn ich Sprünge mache oder so, dann kriege ich wahrscheinlich mehr KP. Das ist sowieso immer von Vorteil. Das geht ja nie mal. Schon wieder zerstört. Ne? Oh nein. Mario, Luigi, eine Katastrophe. Bodenland steht vor dem Untergang. Bowser Festung greift uns aus der Luft an. Oh, Eminem, Mann. Bekloppten. Wir müssen da irgendwie hoch. Bowser Millers Vergeltungsschlag. Bei Luftangriffen sind wir völlig hilflos. Der Hofstaat von Prinzessin Peach wurde wohlbehalten gegen Little Toad Town evakuiert. Gut, Prinzessin Peach ist in Sicherheit. Aber Bowsers Festung bedroht uns immer noch. Was? In Bowsers Festung kennst du den Weg? Von Bowsers Zimmer bis zum Stillörtchen? Ach so, natürlich. Ihr seid ja Experten für Bowsers Festung. Wenn ihr beiden dorthin geht, ist das sicher eine gute Lösung. Und Luigi so, no! Nein, in nationalen Angelegenheiten können wir nicht immer Mario und Luigi in Anspruch nehmen. Mag sein, jedoch. Adieu. Hey Mama, wo gehst du hin? Doch nicht etwa allein zu Bowser? Eure Majestät. Da Luigi heult. Eure Majestät, sollten wir nicht auch etwas unternehmen? Stimmt, es bringt nichts. Hier zu warten, was als nächstes kommt. Wie? Was ist mit euch, Alter? Was wollt ihr denn tun? Oh Mann. Wenn der Bowser's Festung angreift, dann habt ihr. Aha. Ist zwar nur ein Gedanke, aber gibt es nicht irgendwo dieses Flugdings? Wenn ich jünger wäre, würde ich einen seine Füße packen und den Prinzen hinterherfliegen. Hier zu fabulieren. Ein Fliegdings? Meint ihr sowas wie denn einen Typen, der da rumgeflogen hat bei den Bergen? Flugding. Mit was sind wir nochmal da hingekommen? Was ist ja das? Welchen Flugding, Mann? Ich hab null Ahnung. Ach komm. Wenn er lebt, frage ich ihn. Er lebt nicht mehr. Er ist tot. So. Da könnte ich mir noch vorstellen, irgendwie internationaler Bodenland-Flughafen. Oder? Nein, ich werde zuerst mal gucken. Machen wir zuerst mal Flughafen. Ist nicht gestattet. Aha. Damit kommen wir ja eh nicht hier nach oben. Wir haben hier nichts. Ja, können wir so auch lassen. So, was machen wir dann? Was machen wir dann? Ja. Wartet, ein Flugdingens. Oh, warum habe ich das jetzt gar nicht im Kopf? Die Hammerbrüder kann ich vergessen zu fragen. Da müssen wir dort zu einem Dorf zurück. Wie sich anhört. Da haben wir jemanden, der uns hinfliegen könnte. Na, das ergibt auch am meisten Sinn. Oh Gott, ich werde gleich nies. Hey! Entschuldigung. Oh Gott, das hat leicht übersteuert. Tut mir leid. Oh! Ah, da kam der Nieser raus, Alter. Oh. Ich denke nämlich, wir müssen ganz zurück zu dem einen Dorf. Das war ja noch vor diesem Bereich. Wir müssen da zurück.
Und müssen mit dem einen, wisst ihr, mit dem einen Aerodactyl, was heißt Aerodactyl, mit einem so Quetzalkord los oder so fliegen. Ich weiß nicht, was das genau nochmal für einer war. Aber da müssen wir auf jeden Fall zurück, Alter. Ach, und hier gab es ja noch irgendwas, was wir machen konnten, ne? Genau hier. Da konnten wir ja vorbei. Da gab es doch mal ein Dingens, was wir abholen konnten. Dann erinnere ich mich noch. Irgendwo. Ah, Hauptsache mit Mario kommt man da überhaupt nicht rein. Das heißt, Mario erfährt nie, wie es war für Luigi. All die unglaublichen Qualen. Ja, genau da oben. Da hatten wir noch einen dieser Souvenirtypen. Genau dich meine ich. So. Danke sehr. Pinselbohne. Und zu mir kommt jetzt eine Maxnuss. Maxnüsse. Die sind natürlich praktisch. Oh Mann, Mann, Mann. So. Denise hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Das ist jetzt unglaublich. Das ist unglaublich. Nein, ihr habt jetzt nicht gemerkt, dass ich ganz leicht, ne? Um Dings hier. Ah, nee, so kommen wir nur so zurück. Das ist aber nicht der Weg, mit dem wir zurückgehen wollen. Wir haben auch andere Wege, die wir... Ach, vor allen Dingen... Gibt es hier eine Sache, die wir noch gar nicht gemacht haben. Die damit zusammenhängt mit dem Ding da oben. Ist mir gerade so aufgefallen. Als ich genau hier zurückkam. Dass wir das noch gar nicht aktiviert haben. Aber das hat ja jetzt seinen Sinn somit erfüllt. Genau, wieso kommen wir an den Anfang, oder? Oder wohin kommen wir? Hier woanders. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh ja, oh ja. So. Schön. Okay, da das natürlich nicht funktioniert. Wer hätte das gedacht? Nee, das ist nur für die Münzen. Das ist mir ja relativ egal. Und das gefällt mir eh nicht, das mit den breiten Dingern. Mit den breiten Münzdingern. Und nacheinander spielen muss. Da habe ich auch gar keinen Fun dran. Manchmal tue ich es, manchmal nicht. So ist zumindest die Regel von meiner Seite auch. Genau. Das heißt, wir sind hier in altgute Bereiche, weil wir das ja schon ausgelöst haben. Ach, hier sind wir nun. Das gibt's ja nicht, oder? So. Ja, wir müssen hier zurück, weil sonst gab es nicht umsonst diesen Weg. Du warst ja hier, du Terrorflieger. Genau, dich brauchen wir. Ah. Was, Bowsers Festung greift Bodenland an? Mamek hat sich auf den Weg dorthin gemacht? Verstehe, die Lage ist also ziemlich als... Gut, haltet euch an mir fest, wir fliegen zur Bowsers Festung. Bereit zum Abflug, hi, ja! Das heißt, das waren die letzten Items, die wir, glaube ich, mitgenommen haben. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch das da hier vor uns. Nichts anderes als das hier. Ich warte hier. Wenn ihr zurückfliegen wollt, sprecht mich einfach an. Arthur, wir können einfach zurück. Also wenn uns wirklich das zu arg zerfetzt, können wir auf jeden Fall zurück. Wir speichern auf jeden Fall einmal. Damit wir einmal gespeichert haben. So. Einfach nur des Speicherns willen. So. Schön nochmal Stempel drauf. Wir haben damit bestätigt, dass wir nun in der Endphase sind. Oh ja, oh, ich würde jetzt... Oh, jetzt geht's ab, Alter. Look, Männer, Herren, Mario und Luigi greifen die Verhässung an. Pah, als ob diese Rohrkrepierer bis hierhin schaffen würden. Bowser Brot, ihr seid dran. Überhaupt, die hat die Kontrolle über die, Mann. Und die 7 Kuperlinge. Oder 6? 6 Kuper... 6? 7? Ich weiß es nicht. So. So, wir machen schon mal hier einen Ausflug auf die Gegner. Gut. Ach, und dann kann man wirklich hochheilen. Das ist mehr als praktisch. Boah. Das ist mehr als nur praktisch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden die ausüben, aber ich kann auf jeden Fall ein bisschen hochheilen.
Das ist auch gut. Für einen Notfall sowieso gut. So. Komm, wir versuchen nochmal HP zu erhöhen. Na geil. Ganz ruhig bleiben. Vor allem die Musik, Alter. Die geht dann voll so ab, Alter. Okay. Ist auch in Ordnung. Und wenn du wissen, reicht das aus? Ja. Vor allen Dingen, wir heilen auch automatisch. Das heißt, wenn wirklich was im Notfall passiert, können wir uns so langsam schön hochdingsen. So, wunderbar. Und Luigi hat jetzt auch ein Level up. Wunderbar. Vielleicht kriegst du was mehr auf HP, weil du jetzt keine 5 hattest beim letzten Mal. Kriegst trotzdem noch plus 2. Oh Mann. Das ging jetzt ja nicht mal. Ja, das ist mir zu weit. So. Ah, der erste. Ich haben wir, Alter. Redet ihr überhaupt? Nee, oder? Nee, du spinnst rum. Ich glaube, du bist. Oh, ich kann mir die Namen nie merken, Mann. Irgendwann sollte ich das doch können. Nicht so, er fällt in die Lava, weil er sich zu schnell gespinnt hat. Er wollte uns nur verarschen. Ach, solch eine Art von Steuerung. Okay. Oh. Boah, das ist voll verarscht, Mann. Ups. 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 Hä, ihr habt nichts gemerkt, oder? Nee, oder? Warum sollte man? So, und dann einmal nur hier runter und dann klappt alles. So, schön. Ah, wir hätten sogar jetzt angreifen können. Aber das ist uns völlig egal. 233 Schaden. Nicht nur, dass wir den schon mit dem ersten Angriffsmove hier down machen. Das wär's ja noch. Schwungbrüder? Nein, Hackebrüder. Und jetzt richtig hart in die Fresse und down! Jawohl, als ob! One-Hit! Wann hast du jetzt einen One-Hit? In dem ersten Angriffsmove hinbekommen. Ach du Heilige. Das ist krank und pervers. Ah, und so kommt man dann zurück. Ah. Boah, der hat mich voll verarscht. Aber gut, ihr seid ja eh down. Also man merkt hier wirklich, dass der doppelte Schaden hier extremst geil ist. Ohne den hätten wir hier kein solches einfaches Spielchen. So. Wir heilen auch, wie wir ungefähr Schaden machen. So, wir gehen trotzdem hier auf Angriff. Wartet, Moment mal. Das hat hier alle so. Dann mache ich lieber Donnerbrüder. In der Hoffnung, dass ihr alle irgendwie down geht. Wow. Hat sogar noch einen Autsch gebracht. Oh! Extra Move! Wie das denn? Ja, Hauptsache jetzt ein extra Move, weißt du? Wisst ihr das? Vielleicht kann ich ja trotzdem ausprobieren gegen den. Gegen die. Donnerbrüder. Okay, da ist auf jeden Fall nichts dergleichen. So. Machen einfach mal so down. Mal gucken. Boah, 30 Schaden. Wer wär's? Brauchen auf jeden Fall viel HP, damit wir das durchdingsen können. Na, ja, weil hier fängt es halt natürlich an. Hier machen die ja auch Schaden, die Gegner. Und wenn sie Schaden machen, werden natürlich dann doppelten Schaden auch abkriegen. Dann ist das so eine Sache, ne? Oh Gott, wie soll das gegen den Endkampf fallen, wenn wir das so machen? Ich gehe zuerst mal auf Risiko. Mir ist alles erstmal vollkommen egal. Das heißt, ich muss auch hier öfters speichern. Hier könnte ich sogar wirklich mal Game Over gehen. Ja, ich gebe bewusst dieses Risiko ein. Oh, das wäre die falsche Attacke. Ich wollte ja gerade eine andere Attacke auswählen, aber ja. Da hat jemand nicht nachgedacht. Na egal. Hätte auch nochmal angreifen können. Ich dachte, ich hätte ja nur eine Multi-Attacke gehabt, deswegen. Mario kriegt ist nun Level 40. Ein gutes Level ab. Ja, mehr auf Verteidigung. Angriff haben wir. Oh, um 1 daneben.
Die Auto-HP erholen ist zumindest schon mal gut. Muss man auch mal so sagen. Man könnte sich viel Schlimmeres vorstellen. So. Hm. Keine Ahnung, wo der Extra-Move sein sollte. Keine Ahnung. Muss ich mal echt mal so sagen, wie es ist. Oh Gott. Schon wieder hier. Diese Situation. Luigi mit Donnerbrüder. Schön. Jetzt ist ja eh klar, dass wir die gut down kriegen. Ja genau, heil dich hoch. Du denkst natürlich, du kannst es überleben. 214, toll. Ja, wow, 21. Habt ihr das gerade ge... Wow. Luigi geht ab. Das sind jetzt noch die wichtigsten Werte. Auf die gehen wir. Verteidigung, Eingriff, HP. Was anderes ist relativ unwichtig. Ich weiß gar nicht, was hier das Max-Level ist in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es 50 oder 60 war. Ich bin noch, glaube ich, noch nie, glaube ich, auf das Max-Level da auch trainiert. Da ist das mir relativ auch egal. Weil ich auch immer schon davor hierher gekommen bin. Weil hier kannst du mit Skill auch immer durchkommen. Du brauchst halt nicht immer das Maximalste. So. Wunderbar. Auf jeden Fall wird das hier knallhart sein. Ich merke ja schon, hier geht es schon viel, viel länger durch, bis wir überhaupt mal irgendwo in einen Bereich kommen. Oh oh. Der will uns wohl verarschen. Aber wir verarschen auch. Ha. Wir hätten ein bisschen besser abpassen müssen. So, Schlagbrüder. Ganz ruhig bleiben. Immer schön die Multi-Attacken benutzen. Können wir langsam und geschmeidig unsere Gegner schön langsam erledigen. Als Hackebrüder, dann sollte das schon gewesen sein. Ja. Schön. Ich weiß gar nicht, was die überhaupt alles können. Ich zeige ja noch nicht mal das, aber ich fetz den richtig extrem rein, ey. Die armen Kerle, die haben ja gar keine Chance mehr bei mir. So. Oh je, nee. So. Ach komm. Trotzdem ausprobieren. Das reicht ja nie im Leben, stimmt ja. Ah, die Verteidigung ist gesenkt. So. Jetzt kommt hier der mega starke Angriff. Ah. Sogar nur 24 jetzt noch. Ja, die Verteidigungssteckung hat's gebracht, ne? So. Das muss noch. Mach hier wieder da dran. Gott. Manometer. Ah, da war's. Und auch das. Keine Grinsebohne. Wo haben wir die denn da? Wo haben wir die denn da? Das gibt's ja nicht immer. Da, 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 da. So. Und auch man merkt schon, die Stimmung sagt aus. Es wird spannend. Wieder zurück. Und noch einmal ausprobieren. Oh, haben sich auch noch voll rein. Wegen der Sichtweise. Aber ist uns auch egal. Können wir uns ganz schön einmal hochheilen. So. Schön. Gar keine Problemchen erstmal machen. Hier geht es ja richtig extrem weit hoch. So, noch weiter. Können wir hier schön rein. Auch hier schön durch die Tornados durch. Die Tornados der Welt. Oh Gott. Oh Gott. Boah, gerade so drauf. So, dann müsste das hier sein, ne? Komm, wir nehmen mal einmal Speicher mit. Man weiß ja nie. So, jetzt sind wir im Lemmys Zimmer. Hauptsache, ich habe mir jetzt schon wieder den Anfang nicht gemerkt. Meine Güte, ich weck mir nie deren Namen. Ich bin furchtbar. Ja, Lemmy ist der total Verrückte. Ich glaube, dann war der erste Iggy. Falsch. Ach, er will jetzt verarschen.
Die sehen alle wirklich gleich aus, ne? Da sieht man hier einen Unterschied. Finde den Fehler, ne? Den Fehler, den es gar nicht gibt. Naja. Haben trotzdem richtig getroffen. So.